Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Ich klinge schon ein bisschen besser als letzte Woche, aber ein bisschen verkühlt bin ich noch. Bezüglich den Augen geht's auch besser, aber das dauert noch seine Zeit, bis das vollständig abgeklungen ist. Wird es noch ein paar Wochen / Monate dauern. Nichtsdestotrotz, ich werde das neue Event ganz kurz mal vorstellen. Allzu viel gibt es heute aber nicht zu sagen, denn es hat sich eigentlich nicht viel getan, nur das neue Event, das neue Mega-Event, und das ist leider auch nur ein Shuttle-Event. Es heißt neutrale Darstellung und wir schauen uns gleich mal die Belohnungen an. Wir haben den Gladiator Spock, nachdem der Gladiator McCoy schon im Spiel drinnen ist. Sternflotte, Föderation, Exobiologe, Musiker, Astrophysiker, Mensch, Vulkanier, Telepath, Gefangener, Duellant und Athlet. Sicherheit und Wissenschaft, okay. Ganz gute Kombi. Gauron, der lustig guckende Typ. Klingone, Duellant, Diplomat, den gab's schon im Spiel. Dann, apropos McCoy, den gibt's in Gefangenschaft. Ein 2-Sterne-Held, witzigerweise bei einem Shuttle-Event mal kein neuer 2- oder 3-Sterne-Held, da machen sie es ja ganz gerne. Vielleicht auch zum Anreiz, weil sie merken, es spielen nicht so viele Leute so gerne Shuttle-Events, dass sie dann so einen 3-Sterne-Held reinpacken. Diesmal mal nicht. Ja genau, wir haben hier den Flottenkommandant Martok. Gab schon im Spiel. Und neu ist der Captive Begier, Mensch, Föderation, Sternflotte, verzweifelt, gefangener Arzt, technisiert und Counselor. Könnte aus der Folge, na gut, ich mag nicht zu viel spoilern, wer der Deep Space Nine nicht kennt, aus der einen Folge sein, wo auf jeden Fall einiges an Tiefe gewonnen hat. Der Gute hat ihm gut getan. Dann noch den Trax, den gab es ja letzte Woche schon. Gibt es jetzt auch wieder weiter zu sammeln. Diesmal kein Charakter, kein 5-Sterne-Charakter da hinten, aber ein Portal. Apropos Portal, da haben wir auch noch was zum Aufmachen gleich noch. Aber wir schauen uns mal die Nachrichten hier an. 11. April, das ist das Faction-Event, was eben gerade am Laufen ist. Dann gab es ein Problem beim Phasenwechsel. Dafür hat man 2 Voyager-Reise-Wiederaufnahmen bekommen. Sehr coole Sache. Manchmal gibt es gar nichts dafür, nur so ein Handshake quasi. Und manchmal richtig was Tolles. Und zusätzlich auch nochmal 2000 Ehre. Ja, gerne nehme ich das an. Und kardassianische Transmissionen, die brauche ich am wenigsten. Föderation wäre cooler, aber YOLO. So. Apropos Event, da holen wir uns gleich mal wieder ein Shuttle ab. Das war nämlich ein gutes Shuttle, denn jetzt kann ich die Dame, die da unterwegs war, unsterblich machen, nämlich die gute Kira, die Cardassianerin. Die gab es beim letzten Mega-Event zu sammeln. Da habe ich sie dann, habe ich die letzten 2 Sternchen bekommen und kann die jetzt unsterblich machen. Die Werte, seht ihr schon, sind nicht berauschend. Also, die werde ich auch gleich wieder einfrieren. Weder PvE noch PvP. Tolle Fähigkeiten. Ta-ta-ta. Und Tschüssikowski. Und wen ich auch sammeln konnte, war der gute Archer. Nicht Archer. Nein, Lorca, sorry. Anderer Captain. Anderer Captain. Lorca, Gefangener aus Buch mit 849 Befehl. Ganz nett. Ganz nett. Aber wahrscheinlich auch eher ein Einfrierkandidat. Denn mittlerweile mache ich schon vor 800 dann auch nicht mehr Halt, die einzufrieren.
Und ihr habt es eh schon mal gesehen, ich bin alles am Hochleveln. Also macht auch nicht mehr mit dem Level 2, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt eh nur noch 4 und 5 Sterne Charaktere in meiner Crew. Ich kann es mal durchgehen. Bin ich ja schon lange nicht mehr durchgegangen, so meine Crew-Liste. Ich gehe sie mal ganz schnell durch. Ich könnte Pause machen. 208 Charaktere sind es dabei, die ich da drinnen habe. 209 wären es bald, wenn ich diesen Bashir bekomme. Oder Radl-Nilix, den habe ich auch gut vorangelevelt. Das sind seine Werte. Sollte euch das interessieren. Selber geht auch beim Trax. Der ist ja auch jetzt neu auf Stufe 99. Noch auf einem Stern. Ihn muss ich noch leveln. Den Phoenix Cochran. Rest ist auf 99 und hat alle Items. Ja, und dann haben wir die Stufe 100 Charaktere, die ich noch nicht eingefroren habe. Alles Unsterbliche. So, und da fängt es dann an mit den Leuten, die noch nicht alle Sterne voll haben, die sich auf Stufe 99 tummeln. Alle 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, mittlerweile bunt gemischt da drinnen. Dann geht es runter 90, 80, 70, 60 und das war's. Also nichts mehr unter Level 60 und ja, nur noch 4 und 5 Sterne Charaktere da. Dann schauen wir uns mal das Zeitportal an, was da Cooles gibt. Den Rurapete Kommandant habe ich letztes Mal nicht bekommen, weil das Spiel einen Downtime hatte. Habe dann gesehen in den Kommentaren, dass es euch auch so ging. Es da einige gab, die nicht mehr reingekommen sind am Ende der Phase, was ein bisschen beschissen ist, weil dadurch ist dann einiges verloren gegangen. Dafür hätte man dann gerne noch ein bisschen Entschädigung kriegen können, denn da ja, bin ich dann an dem leider vorbeigeschrammt. Nichtsdestotrotz, besonders ist der eh nicht, also ja. Allzu schade ist es, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, was für Werte der hat. Habe ich mir nicht angeschaut. Ja. Ja. Braucht man auch nicht unbedingt. Den gibt es für 110 Euro. Dann den Bashir. Gauron. Darstellung. HTML-Bug. Zu den Neunen. Wieder eine schöne Übersetzung. Oh Gott, Cassidy Yates. Ich mag die Frau nicht. Ich kann nicht helfen. Die nervt. Kann an der Synchronstimme sein, aber die Frau nervt. Gefangener mit Kirk Massier und Reed. Die sind vergünstigt aktuell. Sowie Verhörspezialist. Madrid, Kolos und Sloan. Da haben wir gleich was zum Aufmachen. Basispackages und Daborat. Gut, dann machen wir die mal auf. Drei kleine. Einmal ein Kirk versus Gorn. Oh, eine Behold-Auswahl. Eingefroren und nicht im Besitz. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wir kommen in der im Team, Monsieur Arex. Das ist ein Comic-Charakter. Dann füllt der meinen 209. Platz. Kopfwählerforge haben wir auch dabei. Und dann schauen wir uns mal die 10 an. Mit Auswahl. Mit Auswahl. Juhu. Betoas, Bock, Dukat. Vizekönig. Ja, das spulen wir langsam durch. Q. Schiffe. Idrin. Eine Auswahl. Eingefroren und eingefroren. Was darf's denn sein? Ich glaube, ich nehme was Eingefrorenes. Heute mal was Eingefrorenes. Und dann das letzte Package. Daran. Schiff. Brunt. Chitonic. Schiff. Chor. Schiff und Auswahl.
Oh mein Gott, eingefroren 4 Sterne oder eingefroren? Was darf es denn sein? Ach, Disruptor Beam. So, da klickt man mal richtig auf grün lassen. Sehr schön, das hat sich gelohnt. Haben wir noch so Merit Rewards für Verdienstpunkte. Vielleicht ist da was dabei. Da mit Schnellvorlauf 3 Sterne Charaktere. Miese Charaktere. Miese Charaktere. Miese Charaktere. 1, 2, 3. So, es müsste dann eigentlich nur 4 kommen. Komm, eins machen wir auch noch auf. 3, 2, 1. Ach, ihr wollt mich doch alle verarschen. So, die einzelnen mache ich auf. Die einzelnen, da wird es drinnen sein. Da sehe ich schon, der nächste 5-Sterne-Hit lacht mich an. Ist nicht mehr weit entfernt. Ja, vielleicht der nächste Woche, weil dann müsste ich die 45.000 wieder voll haben für die Ehrenhalle. Für eine Legendary Behold. Vielleicht, wenn ich mich dazu durchringen kann, könnte ich das ja nächstes Mal wieder aufmachen. So, dann schauen wir uns noch den Arix an. Da ist er. Lieutenant Arix Knight. Idusianer, Sternflotte, Musiker, Pilot, Forscher und Astrophysiker. Unter der Einfluss von Liebeskristallen spielt Arix auf der Brücke der Enterprise sein Instrument. Das ist kein Witz. Na dann. Haben wir den Gesichtselfenmeter also auch in unserer Gruppe. Sehr schön. Schauen wir mal die Seltenheit an. Jetzt würde es mich echt mal reizen. Da wissen wir ja alle 2 Sterne, also alle 1-Sterne-Charaktere, alle 2-Sterne-Charaktere, alle 3-Sterne-Charaktere unsterblich. Und bei den 4 Sterne? Ja, viele gibt es jetzt nicht mehr. Die ich noch gar nicht gesammelt habe. Cool, cool, cool. 706, wie viel waren es? 708 oder 700, 708 Charaktere gibt es gerade. Heftig, heftig, heftig. Ist schon ein bisschen pervers. Die entlassen wir noch schnell. Und die mit Tor auch. Arix werde ich da noch leveln. Shuttle ist zurückgekommen. Ah, schön. Sehr schön. Shuttle ist zurückgekommen und hat einen Bashir mitgebracht. Dann heißen wir den auch willkommen in unserer Crew. Da haben wir schon Bashir. Die Merkmale haben wir uns vorher schon angeschaut. Ist jetzt auch mit dabei. Ja, ich glaube, das war's. Ein Schiff können wir noch bauen. Euren Abfangjäger verbessern. Mehr wüsste ich nicht, was ich jetzt sagen könnte. Ja, ich bin knapp vor Stufe 74. Ja, vor Stufe 74. Bei den Erfolgen kann ich ja noch kurz reinschauen. Das finde ich halt schade, dass nicht jedes Level Up ein bisschen belohnt wird. Und dann, dass man da immer erst nach 10 Level Up was kriegt, weil das zahlt sich echt lange später. Dilemmas brauche ich noch 300 irgendwas. Top 250. Da brauche ich noch 14 Charaktere für unsterblich machen und die Lithium bekommen. Herausforderungen abschließen. 6000 grob fehlen mir noch. Dann gibt es den Lucutus. Und der Rest ist abgeholt. Apropos abholen. Das gönnen wir uns auch noch. Sehr schön. Dann haben wir wieder alle Shuttles zu Hause. Und damit würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich gehe meine Stimme wieder schonen. Sage euch danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Woche. Ach ja, Starbase haben wir aktuell auf Stufe 81. Und freie Plätze haben wir noch. Also könnt ihr gerne in die Flotte kommen. Einfach im Suchfeld Warp XI eingeben und dann seid ihr auch dabei. Willi
33 Tage, muss man anschreiben, ob der noch Bock hat, weiterzuspielen. So sieht dabei unsere Flotte aus. Wie gesagt, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder zum nächsten Update, zum nächsten Mega-Event-Update. Wird dann ein Bau-Event sein, die ganze Zeit. Also eine Phase bestehend aus Bauen. Und das coole Mega-Event ist dann die Woche darauf, da heißt es dann Skirmish-Event. Richtig? Richtig. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao.